In Hamm erwartet uns ein idyllisch gelegener Bauernhof mit ganz besonderen Bewohnern. Auf Bobes Alpaka Ranch haben Nina und Matthias Brober ein kleines Paradies geschaffen. Die Idee mit den Alpakas kam spontan. Ich kannte tatsächlich die Alpakas gar nicht so vorher. Also vielleicht hat man das irgendwo mal gesehen in den Medien, aber hatte jetzt noch nicht so wirklich irgendwie ein Bild vor Augen, was das jetzt für Tiere sind. Und dann waren wir tatsächlich, der erste Anlaufstelle war so der Tierpark hier in Hamm, wo wir uns dann erstmal die Tiere angeguckt haben. Dann haben wir gesagt, war ich sofort Feuer und Flamme, habe gesagt, auf jeden Fall machen wir das mit Alpakas, die finde ich total cool. 6 Alpakas und 2 Lamas stehen für geführte Wanderungen zur Verfügung. Beim Charakter gibt es starke Unterschiede. Das ist unser Karl. Karl ist so der coolste von allen. Der ist ganz entspannt. Bei den Wanderungen läuft er halt am liebsten zuletzt. Und man muss halt so ein bisschen aufpassen, weil er auch sehr schnell dazu neigt zu träumen. Und wenn die Leute sich dann so ein bisschen auf ihn einlassen, dann träumen die halt auch ein bisschen und verlieren dann so den Anschluss. Kann schon mal passieren. Ansonsten ist er auch zu Kindern total lieb, geht auch gut mit. Und auch mit so Kindern im Bollerwagen oder so, da kommt er auch gut klar, wenn die den festhalten. Dann schaut er auch immer, ist das Kind da noch drin und passt da so ein bisschen drauf auf. Ganz anders tickt dagegen Uwe. Er ist das Sorgenkind der Truppe. Einer, der vom Charakter her sehr eigensinnig ist, ist der Uwe. Wir haben festgestellt, er hat schnell vor allem Angst. Er erschreckt sich vor den kleinsten Kleinigkeiten. Ist auch gerne bei seiner Mutti. Das ist nämlich die Zora da hinten. Sobald sich irgendwie was auf den Wegen bei der Wanderung verändert, ist er immer der Erste, der vor Schreck vor Seite springt, obwohl das schon seit Wochen da liegt. Jetzt wird es ernst für Angsthase Uwe. Die regelmäßige Hufpflege gehört zum Pflichtprogramm. Eine Prozedur, auf die das schreckhafte Alpaka gerne verzichten könnte. So. Welcher Seite kommt er denn? Ja. Komm her, kleiner. Zack. Bist ein Schatz. Genau, wir befreien die. Gleich nochmal. Klappt es im zweiten Versuch? Tapfer lässt Uwe das notwendige Pflegeprogramm über sich ergehen. Operation geglückt. Ja, Uwe. Es ist so, dass Alpakas von Natur aus halt keine Streicheltiere sind, weil sie halt untereinander diesen Kontakt halt schon nicht kennen. Also das ist von der Natur so ein bisschen gegeben. Deswegen muss man da halt auch ein bisschen vorsichtig dran gehen, beziehungsweise das halt respektieren, wenn das Tier das halt nicht möchte, dass es gestreichelt werden möchte. Und dann ist das halt so, die Tiere fangen nicht sofort an zu spucken, auch wenn Lamas und Alpakas spucken. Sondern die versuchen das halt erst aus der Situation rauszugehen. Das heißt, die drehen sich weg oder die gehen weg. Das ist halt das Erste, was sie machen. Wenn man natürlich exzessiv ärgert, also wir müssen sagen, da muss man schon sehr, sehr ärgern, dass die das wirklich anfangen zu spucken. Das machen die selber auch sehr ungern, weil die das halt auch selber sehr ekelig finden. Und das machen die wirklich nur in der notesten Notfall, sage ich mal. Jetzt sind Uwe und Co. bereit für die nächste Aufgabe. Alpaka-Yoga. Diese ungewöhnliche Veranstaltung bietet Yogalehrerin Sarah Lohheide an. Erstmal diese friedliche Stimmung an sich und auch dieser Spaß. Also die Menschen kommen hier an und jeder hat irgendwie ein Lächeln im Gesicht. Also man steht hier, man guckt einmal in die Runde und alle lächeln dich an und wissen schon, boah, ich nehme mir irgendwie die Zeit und habe dann noch diesen Mehrwert durch die Tiere, weil die Tiere sehen halt einfach auch schon total süß aus und strahlen halt auch eine Ruhe aus, die wir ja auch durchs Yoga auch so ein bisschen vermitteln wollen. Die Verhaltensregeln beim Alpaka-Yoga sind ganz einfach. Wenn irgendwer von euch das Gefühl hat, boah, mir kommt das Tier jetzt gerade zu nah oder mir ist das nicht so geheuer, dann auch bitte jederzeit wieder aufstehen oder in eine andere Haltung begeben. Also ihr müsst nie irgendwie in der Position bleiben, wenn ihr das Gefühl habt, boah, jetzt fühle ich mich irgendwie unwohl. Berührungsängste gibt es kaum. Besonders, wenn es Essen gibt.
wir machen das jetzt, glaube ich, schon die dritte Saison und die kommen halt immer mehr, also immer näher, die sind immer mehr ganz nah bei uns, lassen sich jetzt mittlerweile auch schon streicheln und das ist halt auch nochmal ganz schön zu sehen, dass die Tiere, die eigentlich eher Ruhe und Abstand wollen, aber trotzdem dann auch neugierig sind und ja, das hat sich wirklich entwickelt, muss man sagen, dass die immer ja, neugieriger werden und auch näher kommen. Und auch für die Yogakursteilnehmer ist die Erfahrung durchweg positiv. Also ziemlich entspannt auch. Schön auch mit den Alpakas so herum. Genau, es ist tatsächlich besser, als ich mir das vorgestellt habe. Weil die Tiere halt so unheimlich nahe kommen. Und dann auch mit dem Wetter, mit der Wiese. Es macht wirklich Spaß. Löst dann langsam die Arme, bring die Hände noch mal vor dein Herz. Und dann bedank dich vor allem auch bei dir, dass du dir hier die Auszeit genommen hast und bedank dich auch mal bei deiner Yoga-Praxis und sei ganz stolz, dass du dir hier heute die Zeit genommen hast, dass du durch diese Bewegungen gegangen bist und ja, dass du dich vor allem getraut hast, hier in diese besondere Umgebung zu kommen mit den ganz besonderen Tieren. Und somit bedanke ich mich auch bei euch ja, sehr für diese wundervolle Yogastunde heute. Ja, vielen Dank. Auch wir sagen Danke und Namaste.